Ich bekomme kein Geld, ne? Aber mach ich kein Geld. Deine obligatorischen 3 Euro wieder mal? Na, erst mal schön. Oder können wir kommentieren? Ja, klar. Sehr geil. Was hast du? Das sind 2 Euro. So, ich hab das drin. Ich hab das. Hätte fast geklappt, ne? Ey, shit, hört ihr uns schon oder muss man irgendwas einstellen? Die hören euch. Sehr geil. Okay. Arthur gegen Dennis. Karin gegen Jan Ulrich. Schöner Grab, gell? Sehr cool. Bisschen weite Range, kann man sagen. Die hören aber nicht, ja. Sehr geil. Das ist der Sinn der Sache. Dass man Commentator hier gehört wird. Schönes Basic von Dennis. Weiß eigentlich jemand von euch, was auf sich hat mit Dennis und dass er immer Farben wechselt von Pete? Es ist ich wahrscheinlich so wegen dem Hintergrund. Unglaublich oder? Anstrengend. Auf FOD hat er einfach weiß genommen und es hat richtig geblendet. Deswegen ich dachte mir so, damn, das ist clever. Das ist wirklich clever. Oder das schwarz, das genau dann besser sehen kann oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, ja. Da kann ich mal fragen. Ich hab doch grün genommen und gucken. Und obwohl, erst hat er Daisy. Ja. Also, ich kenne das von Wish, der meinte, also der Farbenman, der Commentator, dass er immer die Farbe wählt, die dann zu der Stage passt. Also vom Hintergrund her. Als Stadium und Green and Grün. Ich finde auch komisch, dass Franz jetzt nur noch grün kriegt. Ah, er meinte bei. Von Hex. Ja. Redacted. Ja. Und der Grüne ist ja der beste. Ja, der Grüne ist der beste. Ich habe mich gedacht, die wären so deswegen, aber. Ich muss sagen, ich fand eine Zeit lang grün richtig geil, aber ich bin jetzt auch nur noch neutral skin. Ich schaue meistens, also ich habe jetzt kein Set von den beiden im Kopf, aber ich denke, dass meistens Arthur wahrscheinlich ein bisschen dominanter ist. Aber es sieht eigentlich gar nicht so gut aus. Oh, das war gut. Ich weiß nicht, ob er da sofort hätte Dash stecken können nach dem Downfall. Das hätte vielleicht funktioniert. Aha. Na gut. Oh, das war ein schöner Bait. Ja, er ist tot. Oh, was? Ja, okay. So oder so gestorben. Ja, okay, wenn ich Dennis bin, gehe ich jetzt wahrscheinlich Dreamland. Ah, let's go. Soll ich auf oder ab? Was meinst du? Auf oder ab dann bei 480? Ja, auf und. Und oh, scheiße. Das ging schnell. Wow. Schöne Rolle. Oh, das war wirklich gut. Ja? Ah, schade. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Ich verstehe überhaupt nicht. Ja, ich verstehe es leider auch nicht so gut, muss ich sagen. Ich zocke ja letztes halt ein bisschen viel zu aus Spaß, aber das verstehe ich auch nicht. Was ist denn überhaupt? Guck mal, lass mich mal gucken, wer ein Shadow ist. Wir gucken, wer ein Shadow ist. Ich habe gesehen, Ruby ist da. Ist Liebe? Duman ist da. Hallo Duman. Haramboy, Luis Bamanu Boni, Bamana Boni. Luis Bamana Boni. Kenn ich nicht. Nicht Paul. Nicht Paul. Ich weiß auch nicht, wer es ist. Ist es Paul? Vielleicht King, aber ich glaube King hat wahrscheinlich. Nee, der andere Paul. Ach, nee, der ist schon die Buchung. Damn, Steve war zugeschaut.
Fieber gesehen. So. Oh! War der Tactical? Ja. Okay. Ja, das letzte Game sah schon ein bisschen besser aus, muss man leider sagen. Ja, kann man denn. Das ist eigentlich schon Game One. Wird halt irgendwann. Das ist nee, das Game 2. Ja. Oh, ich wusste nicht, dass es geht, aber stark. Ich habe keine Ahnung von dem Matchup. Erzähl mir was davon. Ich weiß nur, dass Peach irgendwie einen Turnip ziehen muss und dann irgendwie hoffen muss. Ja. Was ich erst gehört habe, ist, wenn Peach einen Turnip in der Hand hat, dann ist das Matchup möglich. Und wenn nicht, dann nicht. Aber naja, gerade das Turnip in der Hand so, das sieht trotzdem schlecht aus. Was soll man sagen? Oh. Ah, schon sehr schlecht. Launer? Nee. Ja, ich weiß auch leider nicht, was Peach so richtig machen soll. Also mit Turnip reingehen, ja, aber man kann ja auch nicht wirklich Marvel spacen. Irgendwas kriegt sie denn nicht. Ja. Oh, das war richtig gut. Der spielt ja gerade richtig gut. Ja, schade. Aber der Edgeline war gar nicht overcommitted, einfach schön in der Zone geblieben. Unter der Rope? Ja. Schöner Herdasch. Nee. Ich will erstmal nicht killen. Nice. Wow. Ah, okay. Gut, da war so bereit, wenn ich spotte. Oh, das war's, man. Ich hätte so Angst gehabt. Ja. Einfach. Was er machen würde, ja. Ja, schon wieder. Aber der Dachgestell ist, ja, spannend, aber wichtig. Das kommen. Ja. Oh. Ah, das war eine Dash-Track wahrscheinlich. Ja, das war auf jeden Fall eine Downer. Aha. Oh! Aber die Win-Condition. Und die hatten sogar aufgefangen. Jo. Der Böse ist immer noch im Spiel. Aber die Frage ist, ob er noch ein bisschen Schaden daraus rausbekommt. Oder vielleicht sogar einen Stock. Aber ich glaube, es verschwindet sogar nach dem nächsten Wurf. Ich weiß aber leider nicht. Weg, oder? Nee. Okay, ja. Egal. Weißt du, wann die verschwinden? Nee, leider nicht. Also bestimmt bei der bestimmten Anzahl von Würfen. Aber eigentlich weiß ich die genaue Mechanik auch nicht mehr. Was aber komisch ist, wenn Peach ein Turnip hat und sie dann Abi macht, dass das Turnip da nicht mehr sichtbar ist. Das sieht mir voll witzig aus. Das habe ich letztes Jahr erst gemerkt, als ich selber Peach gespielt habe. Aber die Berge scheinen auch richtig zu sein. Ah, viel Panisch draus. So, hätte da irgendwie ein Reverse hinbekommen, wäre das krass gewesen. Er sagt, er wusste, dass er wusste. Ich meine, die Abi hätte ich nicht kommen sehen, muss ich sagen. Schön. Ah. Oh. Schade. Oh, schöner Snipe. Noch einer. Ah. Muss vielleicht mal diesen Lowdown her machen. Ich glaube, das wäre die richtige Wahl, aber weiß ich leider nicht genau. Weißt du, das denn ist immer so, gerade mit diesem Turnip-Zone, ja, der eigentlich fein ist mit Marktkopf? Ja. Ja, stimmt. Das letzte Mal, als das gemacht hat, hat Kamala einfach getaggt und weggehört. Ja, stimmt. Das war crazy. Ja, das ist echt ein Defense. Wahrscheinlich ist das nicht mehr aktuell. Ja. Oh, er war bereit für den Double-Jump. Edge. Wow. Ja, sogar ein Game-Goal. Wie funktioniert das? Fahrt lieber. Okay, gut. Verrückt. Ah, schon wieder einen anderen Skin von Dennis. Man kennt es. Ja, ich weiß. Oh, sehr guter Erdash. Bisschen komischer Spot gerade. Hä? Ganz janky gerade. Ganz janky. Ganz gut.
Dennis hat ein bisschen zu viel Spaß. Es war ein bisschen viel Spaghetti. Okay. Ja, die Erdöpfe sind echt richtig. Wow. Aber Arthur ist einfach egal, er macht weiter. Ah. Oh, ganz knapp da drüben geklippt. Ja, das Game läuft leider gerade ein wenig aus seinen Händen heraus. Oh, da wäre er drinnen. Keine Ahnung. Was ist mit dem Lach? Ja. Darfst du? Nee, okay, gut. Ich dachte, es würde funktionieren, aber. Also, der ist ein bisschen desperate gerade. Ja. Ja, das Bild ist aber auch irgendwie die Natur des Matchups. Dass wenn Peach wie Stock runter ist, ist einfach ein bisschen, ja. Das sieht dann ein bisschen unschön aus. Ja, es ist noch zuversichtlich, dass es Comeback wird. Ich bin noch zuversichtlich, dass es dann gehen wird. Oh, schönes Basic. Schon wieder. Oh. Siehst du, wie er sein Opening kommt? Ja. Aber ich finde es gut, dass Dennis bereit ist zu readen auf jeden Fall. Also gerade eben auch mit dem Double Jump Reef davor. Aber oh, ich dachte schon, ja. Das ist ja krass gewesen. Oh, ich glaube, Arthur sucht hier nach dem Highlight. Ja, ja, Arthur ist ein bisschen. Jedes Mal, wenn er das letzte Game ist, hat seinen schönen Stock-Lied. Arthur ist noch nicht ready, zu Frauenkindern zu gehen. Ich will so ein bisschen Spaß haben, hier diese Liebe spielen. Ja, gut, nicht. Ich will nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist vorbei. Da will ich gar nicht üben. Aber Arthur muss man auch nicht zu downen. Ja, schöner Attack. Oh. Ja, okay, noch ein kleines Lebenszeichen, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Das ist echt ein Comeback für die Bücher, wenn das passieren würde. Ah. Ich glaube, selbst Ferkel jetzt, ne? Ja, ich glaube schon. Aber Dennis, okay. Schade. Völlig verschwunden auf einmal. Ja, trotzdem ist schon das Set. Ich meine, Dennis hat gar nicht aufgegeben, selbst jetzt im letzten Game. Das ist halt ein Game geworden. Ja. Nee, echt respektabel.